Yo Leute, was geht? Bevor ich dieses Video anfange, ich hasse es LOL zu flame. Okay? Ich finde LOL als Spiel ist ein geiles Spiel. Wie lange gibt es? Ich zocke das schon seit 9 Jahren oder 8 Jahren, keine Ahnung. Irgendwie, doch, 9 Jahre kommt hin. Ich zock's immer noch. Ich find's geil und scheiße zugleich. Was mich aber richtig krass aufregt, Leute, ist, wenn ich gezwungen bin, Bullshit mit Bullshit zu bekämpfen. Oder Bullshit-Logik mit Bullshit zu argumentieren. Okay? Deswegen, das sind PB-Changes. Riven wird genervt. Oder angepasst ist das bessere Wort. Vayne wird angepasst und Ragebait wird irgendwas verändert. Wir haben hier noch ein Statement von Rito Jet. Den irgendwie alle dem Schwanz lutschen, weil er mal bei Riot Caster war oder sowas. Ich kann das irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Aber ja, wir gehen das mal nach der Reihe durch. Vayne, Ragebait und das, was Riot Jetta gesagt hat, will ich ganz am Ende durchgehen, weil ich den Rest hier einfach ziemlich schnell mehr oder weniger abklappern kann. Ja Leute, hier bekommt irgendwie, also im Voraus schon mal. Champions werden angepasst durch die Ragebait-Änderungen. Ja, lass erstmal Ragebait durchgehen. Ich glaube, das ist wichtiger. Phantom Hit kommt jetzt nicht mit jedem zweiten Hit, sondern mit jedem dritten Hit. Armor Pen geht von Scaling 15% auf Straight Up 15% hoch und Magic Pen genau dasselbe. Okay, das ist ein Nerf. Ihr müsst einen Hit mehr machen, um den Rage Blade Effekt zu triggern. Okay, cool. Das Item ist immer noch stark. Nicht unbedingt Broken Territorium, ja, aber stark. Jetzt haben wir hier Master Yi mit seinen Änderungen. I don't know, das Weg hat keine Castzeit. Was soll denn das heißen? Heißt das, er macht W und ist instant gehealt? Das ist ganz cool. Yi bekommt jetzt seine AD. Ja, selbst wenn er seine E benutzt hat, ist ganz nice, gerade wenn man Jungle cleart, dann muss man nicht unbedingt diesen Trade-off nehmen. Ist ganz cool. Die Base Movement Speed von Yis Ulti, die Base Duration ist halt höher, dafür gibt es nicht mehr unbedingt diese, ist die Erweiterung nicht mehr ganz so stark. Ein bisschen mehr Power im Early Game, also overall ist das einfach nur, Yi bekommt ein bisschen mehr Power im Early Game, also sieht mir zumindest danach aus. Aber Yi ist auch fein ohne Rage Spade. Ich denke, vielleicht, wenn die Leute Richtung Crit gehen, müssen wir mal gucken. Die ganz normalen Teemo Changes. Und dann kommen wir jetzt zu Riven. Das verstehen viele nicht. Leute, Riven ist einfach sehr stark. Ja, das müssen wir nicht abstreiten. Und einige Leute sehen, okay, cool, E wird genervt, aber im selben Atemzug wird Dingens gebufft. Die Q. Ja, und zwar geht der Cooldown von Flat 13 Sekunden auf 12 bis 10 runter. Dafür geht der E-Cooldown aber um 4 hoch. Das macht für einen Riven-Spieler sehr viel aus. Denn, okay, dass die Q weniger Cooldown hat, kann man sehr stark abusen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal selbst Riven gespielt habt. Ab dem Moment, wo ihr volle Cooldown Reduction habt und ihr Q auf maximale Duration laufen lässt, könnt ihr direkt wieder die nächste machen. Ne? Ihr macht Q1, lasst das Ding laufen, kurz vor Ende, Q2, dann Q3 wieder kurz vor Ende. Dann könnt ihr wieder direkt die nächste Q machen. Kann man ausnutzen. Aber das hier bedeutet, wenn Riven mal gecatcht wird, dann aber richtig fett. Denn sie hat ein 4 Sekunden höheren Cooldown auf ihr Schild. Wenn Riven gefeedet ist, wird sie euch euren Arsch übelst verprügeln. Denn ihre Q steht ihr öfters zur Verfügung. Das heißt, nicht nur der Q-Damage ist öfters da, sondern auch die Auto-Tags, die sie reinweaven kann. Bei E aber, das kann wehtun, Leute. 14 Sekunden Cooldown auf E, auf Level 1, ist sehr viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Dafür, dass es eine sehr basic Ability ist, ohne dass sie euch zu krass pusht. Als Beispiel Akali W. Ja, ist auch eine Basic Ability, ist ja keine Ulti. Aber gibt dafür sehr viel Pressure und Utility, erzeugt sie. Ja, das ist so richtig ausgedrückt. Kann ich nachvollziehen, aber ganz ehrlich, Riot hätte nichts davon machen müssen. Das Problem, was Riven sehr stark macht, ist natürlich viele Faktoren, die nicht Riven selbst ist, sondern das, was um sie herum passiert. Conqueror, wenn von AoE Damage, heilt es immer noch genau dieselbe Menge. Es wird nicht auf 33% reduziert, so wie bei anderen Spell-Vamp-mäßigen Effekten.
Das hätte man ändern sollen. Ihre ganzen Matchups wurden auch genervt, das heißt, sie hat es noch generell viel einfacher. Aber Riot hätte nur Conqueror ändern müssen, sodass es, dass der AOE hier runter geht und das Death Stance Schilde ignoriert. Und Riven wäre fein gewesen. Nein, Riot macht hier irgendein Flohmarkt-Experiment und I don't know, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Das hätte nicht sein müssen. Weil das bedeutet wirklich jetzt, okay, wenn Riven ahead ist, ist die Frustration nochmal höher, weil sie, oder wenn sie auf der Sideline ist, weil sie jetzt ihre Q noch härter abusen kann, um sich noch härter durch Death Dance und Conqueror hochzuheilen, was diesen Nerf dann wiederum irrelevant macht. Dieser Nerf hier ist rein für Laning Phase, oder dieser Change, wobei wir halt auch halbwegs wieder einen Buff bekommen. Versteht ihr? Das wird nichts ändern, es ist nur ein Shift in Power. Das ist nur ein Shift in Power. Ey, yo, ich bin Riven, ich stomp jetzt härter. So, und wenn ich mal nicht härter stompe, habe ich einen Nerf, der größtenteils nur für Out of Lane ist. Also so Richtung Teamfight-Richtung oder so. Weil wenn sie zwei Items hat, hielt sie sich das eh gegen. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht jetzt nicht 1:1 gegen healen, ne? Aber das ist ein reiner Shift in Power. Hier nochmal die ganzen Teemo-Changes, Leute, die kommen immer wieder neu. Ey, das ist, I don't know, aber das ist Garbage. Es fühlt sich cool an zu spielen, aber es ist Garbage. Jetzt kommen wir zu Vayne. Nur damit ihr es wisst, dieser Teil hier soll weggehen. Dieser Teil ist nicht existent, selbst wenn Riot Vayne's Cooldown um 10 Sekunden erhöht auf Level 1 Ulti und 5 auf Level 2, bringt das nichts. Vayne's Ulti ist keine Ulti, wo man sagt, geil, ich habe Ulti ready, ich gehe jetzt rein. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, wie eine Z-Ulti. Ja, geil, Ulti ist ready, jetzt will ich reingehen. Als Beispiel. So, ne? Sondern der Teil ist hier nur wichtig für uns. Tumble Cooldown Reduction wird verändert von 50% auf 30%. 40 und dann 50. Like, seriously? Seriously? Ich stelle mir die Frage, muss dieser Change überhaupt erst drinne sein? Aber, passt auf. Das ist jetzt der Teil, wo ich mir denke, wow. Ne, es geht hier um, ne, also es geht um diesen Post. Ich mag es, wie Vayne, genau, ich mag es, wenn Vayne gebufft wird für Rageblade, denn Gott verbiete es, dass sie schwach ist für einen Patch. Aber Kog'Maw bekommt absolut keine Kompensationsbuffs, obwohl er abhängiger ist von diesem Item als Vayne. Okay. Jetzt haben wir hier Riot Jett, der beim Riot Balancing Team arbeitet. Ja, war Kassa in der NALCS. Jetzt ist er im Balancing Team. Er ist auch der Typ, der Lissandras Cooldown um 5 Sekunden erhöht hat oder so und sie in der Lane getötet hat. Aber okay, ja, gehen wir das erstmal durch. Ich kann sehen, wie das schlecht aussieht. Haha. Wir planen nicht, Vayne zu kompensieren für Rageblade Nerfs. Der Vayne Ulti Cooldown sollte zurückgehen auf die normalen Werte morgen auf dem PBE. Es war ein Überbleibsel von ein paar anderen Änderungen, die wir versucht haben. Aber das wären harte Nerfs gewesen und bla bla bla. Ja. Das Einzige, was sich verändern sollte, ist ihr Ulti-Cooldown, ne, mit Stealth, bla bla. Ich weiß nicht, was FWIW heißt, ja. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Not trying to nerf Vayne that hard. She's around, sie hat eine 51%ige Winrate, also wollen wir es nicht übertreiben. Okay. Okay, dann gucken wir uns das doch einfach mal an, würde ich mal sagen, oder? Was sagt ihr dazu, Leute? Ne, das ist Riven. Vayne. Okay, ich gehe auf Vayne. Ich weiß jetzt nicht, welchen Dingens er genommen hat. Welche Elo-Dingens. Ja, aber Vayne ist sehr consistent. Außer in Challenger, da gab es aber auch nur 5 Games oder so. Auf der Welt. Lol, ich glaube, das Ding ist buggy. Lass mal alle Ranks machen. Ja? Ah doch, könnte sein, alle Ranks. Vayne hat auf allen Elos auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Ja, ich weiß gar nicht, wie so überhaupt die individuellen Zonen aussieht. Hier ist die Garbage. Ah, NA. Wen juckt NA? 54% in Korea. Aber okay, aus der ganzen Welt. Eine 51%ige Winrate. Okay. Jetzt schauen wir uns mal die Fakten an. 20% Pickrate. Oh, das ist sehr hoch. 40% Bunrate. Das heißt, in 60% eurer Games seht ihr, ist Vayne gebannt oder ihr spielt gegen eine Vayne. Okay, dann lass mal kurz nachgucken. Alle Ranks auf der Welt. Lass mal nach Champions suchen, die eine ähnlich hohe Pickrate haben. Das ist ganz wichtig. Denn Leute, solche Champions wie Yorick zum Beispiel, die haben eine sehr lowe Pickrate,
aber haben dafür eine hohe Winrate. Sowas ist okay. Das bedeutet, dass wenige Leute diese Champion spielen und das bedeutet, dass diese Leute, die diese Champion spielen, im Normalfall Mains sind. Ja, das sind so im Normalfall diese One-Tricks, die nichts Besseres zu tun haben, als Yorick zu spielen. Leute, wir haben Jinx hier. 53%ige Winrate, 27%. 53%ige Winrate, 20%ige Pickrate, 5% Bunrate. Das bedeutet, Leute, warte mal. Das bedeutet, Jinx ist ja technisch gesehen stärker als Vayne. Also auf allen Elos auf der ganzen Welt. Ja, weil wir haben hier 53 und 20,6 im Vergleich zu 51 und 20,7. Die Bunrate ist bei Vayne aber um 35% höher. 35% ist sie höher. Das dürft ihr nicht vergessen. Vayne ist ein Skill-Champion. Ihr müsst Skill haben, um diesen zu spielen. Ich meine, klar, bestimmt wird irgendeiner sagen, aber Sylphie, mit Jinx mache ich Rechtsklick mit drei Items und mache Pentakill. Technisch gesehen habt ihr recht. Ja. Aber Vayne hat keine hohe Range. Wenn Vayne gecatcht wird, sollte sie tot sein. Sie hat eine schwache Laning-Phase. Aber okay. Würde ich nur mal so rausgehauen haben. Ihr müsst es so sehen. Stellt euch mal die Frage, wie frustrierend ist es, gegen Jinx zu spielen? Macht das mal. Ich finde es nicht frustrierend. Klar, Leute, sie kann irgendwann total ausrasten und Snowball und alles Nähe. Kann jeder andere Champion auch. Wie frustrierend ist es, gegen Vayne zu spielen? Wenn sie perma rumtummelt, wenn sie perma stealtht und alles. Jetzt passt auf, Leute, wenn ihr Big Brain seid, ihr seht hier, ey, Digga, Sylphie, guck mal hier, Nerfs, ne? 20% weniger cooler wie ihre Q. Leute, soll ich sagen, was Vayne-Spieler maxen? Die maxen W. Soll ich sagen, was Vayne-Spieler nach diesem Change machen werden? Sie werden Q maxen, um ihren Cooldown von Q runterzuhauen, um diesen Nerf zu kompensieren. Okay, in einer perfekten Welt, wo Ragebait und die Tumble-Nerfs ihre Wounded auf 50% hauen, aber ist es weniger frustrierend, gegen sie zu spielen. Er sagt auch selbst, ihre Bunrate ist wirklich sehr hoch. Natürlich sagt er auch hier, ne, wenn sie genau dieselbe bleibt von der Bunrate und she said exactly the same Bunrate while sitting at a slightly lower Wounded, genau, wenn ihre Wounded auch noch ein bisschen weiter nach unten geht, dann haben die Changes nicht funktioniert und wir werden von dort aus nochmal etwas weitermachen. Sie wird aber sehr hart mit Samthandschuhen rangegangen. Leute, Yorick war ein Patch stark. Also sehr stark. Also wirklich ultra stark. Todeshart genervt. Da wurde kein Patch gewartet. Ja, das ist bei sehr vielen anderen so. Aber jetzt passt auf. Jetzt fragt ihr einer, habt ihr darüber nachgedacht, den Tumble-Cooldown bla 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 komplett wegzumachen und die Power woanders zu geben? Braucht denn Vayne Power woanders? Braucht Vayne Power woanders? Wo ist das Problem, diese Fantasie zu haben? Du hast einen Champion, der sehr schwach ist und dann rampt er langsam hoch. Ja. Aber hier ist das Wichtige. Ja, bla bla. Es ist ein Balancing Trade-off mit dem Ziel, Vaynes die Frustration zu reduzieren, wenn man gegen Vayne spielt und dem Vayne-Spieler noch so viel Fun wie möglich zu lassen. Das ist ein Hauptproblem in Riots Philosophie in den letzten Jahren, finde ich. Jeder Champion, den Riot mittlerweile macht, oder jede großartige Änderung, die Riot macht, ist immer sehr fun für den Spieler, der sie spielt. Leute, Silas ist fun zu spielen. Rakan, fun zu spielen. Pyke, fun zu spielen. Zoe, fun zu spielen. Camille von mir aus, auch fun zu spielen. Aber wie ist es immer, gegen sie zu spielen? Das ist eine Frage, wo ich mir denke, Riot vergisst das immer. Wie ist Irelia? Ja, oh, super. Ich glaube, Irelia ist der Champion mit dem geilsten Flow, von dem Gameplay-Flow, ne? Mit den ganzen Qs und E und N und W und ist, ey, sie ist wie Yasuo, fällt mir gerade auf. Sie ist legit wie Yasuo. Oh. Aber ja, und dann kommen da auch solche blöden Argumente wie, ja, die Einführung dieser Mechanik, also dass die Ulti die Kugel reduziert, hat ihre Playrate massiv erhöht. Bla bla bla, das ist voll cool für die Spieler. Oh, die Leute lieben es, Vayne zu spielen. Und dann kommt der Typ über diesem Argument, wo ich mir denke, Alter, der Typ hat recht. Ich denke, dass die Erhöhung im Playrate zusammenkommt mit der
Erhöhung an Power, die Vayne hat. Und nicht, weil es das, den Spaßfaktor an Vayne erhöht. Also ohne Witz, Leute, es ist alles, das muss ich so sagen, Leute, es ist alles, guck mal hier, die ganzen neuen Rahmen, die ihr euch kaufen könnt und Skins und Katzen und Bags und alles und jenes, ja, dann noch dazu, das habe ich auch gelesen, der Riot Battle Pass oder so, für das MSI-Event hat im Normalfall 1350 Euro gekostet. Konntet ihr euch sonst für 1000, was sag ich da für 1000? Für 10 Euro kaufen, wenn ich mich nicht irre. Sind die RP-Preise noch höher gegangen. Und der Battle Pass kostet euch auch mehr. Damit ihr mehr Geld ausgibt. Also da ist wirklich sehr viel Cash Grab da. Ich weiß, Leute, Riot ist eine Firma. Die wollen auch Geld machen. Kann ich alles nachvollziehen? Kann ich alles nachvollziehen, ne? Leute, die können Skins releasen, wie die wollen. Leute, es ist der 20. Lux-Skin irgendwie da und der 30. Ezreal-Skin. Von mir aus drauf geschissen, aber bitte lasst doch das Balancing im Balancing-Vakuum bleiben. Sodass das Einzige, was hier wichtig ist, wie verändere ich mein Game? Also Leute, wir wissen ja auch alle, guck mal, hier auch. Hier geht es darum, ob Kog'Maw irgendwelche Kompensation bekommt. Kog'Maw bekommt keine. Aber wir gucken mal später nach, ob wir da was machen. Kog'Maw hat eine 53% Winrate auf einer 3% Playrate. Währenddessen Vayne eine 51% Winrate hat auf einer 21% Playrate. Ich meine, weiß ich echt nicht. Macht diese Videos irgendwie gerade. Klein bin ich ungern, wenn ich ehrlich sein soll. Viele denken irgendwie immer, ich flame das Game. Aber Leute, ich liebe League of Legends. Vielleicht nicht unbedingt jeden in der Community. Da gibt es viele Flamer. Aber ja, Leute, das war's dann auch von mir. Das Video ist ein bisschen länger gegangen, als ich gedacht habe, weil ich auch nochmal ein bisschen viel eigenes Shit rausgelassen habe. Posting Avengers Spoilers will get you permanently banned. Ja, moin! Okay. Aber Leute, ich bin auch erstmal weg. Tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.